Es ist alles ziemlich surreal. Mit diesen Worten leitet ein BBC-Reporter eine Story über Karin Kneißl ein. Seit September wohnt und arbeitet die ehemalige Außenministerin in St. Petersburg. Dort leitet sie ein neu gegründetes Think Tank namens Gorky. Sie selbst habe den Namen festgelegt, sagte Kneißl jüngst dem BBC-Journalisten Steve Rosenberg. Im Gespräch beklagte sie erneut, dass eine Hexenjagd gegen sie veranstaltet werde und dass sie in Europa keine Beschäftigung mehr finde. Der Journalist konfrontierte Kneißl mit der Frage, ob ihr Umzug nach Russland nicht höchst kontrovers sei, zumal das Land die Ukraine überfallen habe. Auf die Frage antwortet sie: Ich habe keine Repression gesehen oder wahrgenommen. Ich kann hier im akademischen Umfeld frei arbeiten. Diese Freiheit habe ich an den Universitäten der Europäischen Union vermisst. Ferner bezeichnet sie Putin als den intelligentesten Gentleman, eine Art Mann, den Jane Austen in Stolz und Vorurteil beschrieben habe. Karin Kneißl möchte nach Österreich nicht mehr zurückkehren, es sei denn, ihre Reputation werde wiederhergestellt, so Kneißl. Im Interview betont sie: Mir werden Korruption, Hochverrat und 30 Jahre KGB-Spionage vorgeworfen. All diese schmutzigen Verleumdungen zerstören ein Leben. Der Vorwurf, sie spioniere für die Russen, sei schmutzige Fantasie.